Bayern München verliert 1:5 in Wolfsburg. Stimmen zum Spiel. Wie schätzt Coach Jürgen Klinsmann die Leistung seiner Mannschaft ein? Ah, nicht schlecht. Ich würde sagen, entwicklungsfähig. Abwehrspieler Lahm dagegen weiß, das war... Ach, nichts. Lukas Podolski fühlt sich erschöpft. Da muss ich jetzt erstmal mich erholen. Und fällt in letzter Zeit eher durch grobe Unsportlichkeiten auf. Herr Jogi, der setzt voll auf mich, ja? Dabei hatte im Länderspiel gegen Wales sein Kapitän Ballack nur festgestellt... Die Probleme in den Spitzen sind unübersehbar. Und entsprechende Anweisungen gegeben. Und da müssen wir hin. Müssen wir nicht dahin? Sind wir da nicht hergekommen? Poldi scheint in einer Krise zu stecken. Ich weiß, ich hab dich vernachlässigt. Du bist mein Ein und Alles, ehrlich. Komm, wollen wir es nicht nochmal probieren? Du, ich, wir zwei, ja? Wir hatten doch auch schöne Zeiten. Immerhin hat Michael Ballack die Sache vergessen und ganz andere Sorgen. So, die ganze Fanpost hier. Ach, was ist denn das? Ach. Wer soll denn das alles lesen? Das gibt's ja nicht. Klinsmann indes macht Nationaltrainer Löw heftige Vorwürfe. Nächste Disziplin, ja. Schon im Vorfeld der WM-Qualifikation habe er Löw gewarnt. Aber Jogi, hör mal. Nicht, dass du mir die Jungs zu hart annimmst, gell? Oh Gott, Mann, ja. Da kann ich ja demnächst zusehen, wie ich die Rasselbande beim FC Bayern wieder auf Vordermann bringe. Hoffen wir, dass es in der Champions League nun besser klappt. Hätte ich ja fast vergessen.